Thank you.
gratulire Ale Josef, i taj si si Josef dište spile, moj dej, da to še kje kajnje Josef, so hecebe Krista, und willkommen. Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Mit diesen Worten kann der auferstandene Herr Jesus von seiner Himmelfahrt den Aposteln die Mission auf dem Traum, allen das Evangelium zu verkünden. Die Apostel und ihre Nachfolger nahmen dieses Gebot sehr ernst und begannen, die gute Nachricht überall auf der Welt den Menschen ihrer Zeit bekannt zu machen. Diese Evangelisierung dauert ununterbrochen über die fast 2000 Jahre des Christentums fort. Der Heilige Stuhl, das Zentrum der katholischen Kirche, gab bei der Evangelisierung unseres Planeten stets einen besonderen Impuls. In diesem Kontext fügen sich sehr gut die apostolische Reise des Bischofs von Rom ein, welche der Nachfolger der ersten Papstes des heiligen Petrus ist. In der jüngeren Geschichte haben die Päpste seit dem heiligen Papst Paulus VI. Zahlreiche Reisen in die verschiedenen Teile der Erde unternommen. Auch der heilige Vater Franziskus, der 206. Bischof von Rom, ist ein Pilger des Evangeliums. Während der 6 Jahre seines Pontifikates hat er 40 Länder auf 4 Kontinente besucht. Afrika, Kenia, Uganda, Zentralafrikanische Republik und Ägypten, Amerika, 11 Länder, Brasilien, Kuba und Vereinigte Staaten von Amerika, Ecuador, Bolivien, Paraguay, Mexiko, Kolumbien, Chile, Peru und Panama. Asien, 12, Türkei, Korea, Israel, Jordanien und Palästina, Sri Lanka und die Philippinen, Georgien und Aserbaidschan, Armenien, Myanmar und Bangladesch, Vereinigte Arabische Emirate. Europa, auch 12, Europaparlament und Europarat in Frankreich, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Schweden, Polen, Griechenland, Portugal, Litauen, Lettland und Estland, Irland, Schweiz. Ich grüße alle Botschafter von dieser Länder, dass sie hier in dieser Endverteilung lernen. In Kürze wird der Heilige Vater Marokko besuchen und später den Bulgarien und Nordmazedonien. Somit beträgt die Anzahl der apostolischen Reise außer Kalbitalien 43. Papst Franziskus hat noch kein Land auf dem 5. Kontinent und Australien und Ozeanien besucht. Mit Blick auf die besuchten Orte lassen sich leicht 5 Kategorien von Ländern und Institutionen ausmachen. Die Besuche bei den Teilkirchen, vor allem bei denen, die sich nach menschlichen Maßstäben am Rande befinden, sei es von der Entfernung, der Größe oder der Bedeutung her. Große kirchliche Ereignisse wie die Weltjugendtage in Polen und Panama, der Welttag der Familie in Irland, ökumenische Begegnung mit der orthodoxischen Kirche. Bei den zahlreichen Begegnungen genügt dies an jene, die mit Oberhäuptern der Kirche und christlichen Gemeinschaften des Mittleren Ostens zu erinnern, die am 7. Juli 2018 in Bari stattfinden und ganz in Zeichen des Gebetes und Frieden für die verfolgten Christen bestand. Bei den Beziehungen mit den kirchlichen Gemeinschaften der Reformation ist auch die ökumenische Begegnung mit schwedischen Lund hinzuweisen, insbesondere auf die Erklärung aus Anlass der gemeinsamen katholisch-lutherischen Reformation gedenkt am 31. Oktober 2016. Wichtig war auch, dass Papst Franziskus beim 70. Jahrestag der Gründung des Ökumenischen Rates der Kirchen
In Genf am 21. Juni 2018 anwesend war. Begegnungen mit Vertretern der nicht-christlichen Religionen, besonders mit Verantwortlichen der muslimischen Gemeinschaften, internationale Organisationen, die Vereinten Nationen, der Welternährungsorganisation FAO, der Europarat, der Europäische Parlament. Die genannte Kategorie zeigt, außerdem die Priorität im Pontifikat von Papst Franziskus. Es ist erstens die Evangelisierung der Welt, besonders der besuchten Länder, angefangen bei den lebendigen Kräften der Jugend und Familien, den beiden fundamentalen Säulen der Gegenwart und Zukunft von Kirche und Gesellschaft. Zweitens die humanitäre Förderung, vor allem Sicherung und Schutz der Armen, der Migranten und ganz allgemein der Erde unserem gemeinsamen Haus, Laudato Si. Der ökumenische Dialog mit besonderer Berücksichtigung der orthodoxen Kirche und der kirchlichen Gemeinschaften, die aus der Reformation erwachsen sind. Der interreligiöse Dialog, wo die Bedeutung der gemeinsamen Erklärung die Mutterlichkeit aller Menschen für ein friedliches Zusammenleben in der Welt zu unterschreiten ist, die Papst Franziskus und der Großimam Ahmad al-Tayeb am 4. Februar 2019 in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate in Abu Dhabi unterschrieben haben. Und fünfte, die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene zur Förderung des Friedens der Welt für eine ganzheitliche Entwicklung der menschlichen Person im Kontext der Globalisierung und nicht zugunsten des Profits oder von Einzelinteressen, sondern der Solidarität und der Gerechtigkeit. Exzellenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren, inzwischen danken wir den dreieinigen Gott für das Geschenk, das er der Kirche und der Gesellschaft in der Person von Papst Franziskus, dem Bischof von Rom und Hirte der Universalkirche gewagt hat. Bitte wir für seine wichtige Mission in Kirche und Welt, insbesondere für seine Initiative für den Frieden und die Gerechtigkeit, den Dialog, die Toleranz, mehr noch für die Religionsfreiheit, damit sie immer stärkere Annahme sowohl nicht nur einzelner Länder, sondern der ganzen Welt finden mögen. Mit Blick auf die katholische Kirche wünschen wir aus tiefstem Herzen, dass die Anstrengungen des römischen Pontifex zu einer neuen Dynamik der Evangelisierung in Glaube, Hoffnung und Liebe führen. Der Optimismus der Kirche gründet sich letztlich nicht auf menschliche Stärke, Strukturen oder Methoden, sondern auf der Gegenwart des Herrn Jesus in Mitte seiner Kirche, der er verfasst hat: Siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Meine Rede, was Bruce Rede, ist ein bisschen länger. Die Journalisten, die möchten den ganzen Text lesen, möchten das Text am Ausgang finden. Aber ich möchte an dieser Stelle Dank und Glückwunsch seiner Exzellenz bei Bischof Dr. Heinrich aussprechen. Er kann in diesem Jahr auch 10 Jahre im Dienst als Bischof zurückschauen. Möge viele weitere gesegnete Jahre folgen. Wir haben eine. Weitere Berliner Jubilar dieses Jahr. Ich freue mich, unsere langjährigen Fotografen, Herrn Hubert Königs, für seine Dienste zu danken und ihm einen besonderen Segen zu seinem bevorstehenden 90. Geburtstag zu versprechen. Herr Bonis kommt immer in Begleitung seiner lieben Frau Therese, mit der er seit nunmehr über 16 Jahren im Bund der Ehe steht. Auch dazu meine herzliche Glückwünsche.
Bege in eine langes Leben geschenkt werden. Ad multo sanus. Thank you.